Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Kfz-Welt-TV-Spezials von den Volvo Wintertestfahrten. Nachdem wir beim letzten Mal schon die Alltagstauglichkeit des neuen Volvo XC40 überprüft haben, geht es heute um das Thema Spaß. Kann man mit diesem SUV wirklich nur seine Kinder zum Kindergarten bringen oder kann man damit auch richtig die Kuh fliegen lassen? Hier in Feistenau in Österreich haben wir eine präparierte Eis- und Schneestrecke und auf die stürze ich mich jetzt mal. Also, viel Spaß! Ja, man hört es einfach knirschen, ESP regelt sich sofort runter und der Drift wird abgebrochen. Dann schalten wir jetzt doch mal in den Offroad-Modus. Mal gucken, was da passiert. Ja, der Offroad-Modus lässt nämlich nur Geschwindigkeit mit Tempo 30 zu. Das heißt, der bringt mir hier im Gelände wirklich überhaupt nichts. Dann machen wir doch mal den Dynamic-Modus an jetzt. Ja, es ist quasi immer noch genau das Gleiche. Wenn du im Dynamic-Modus mit ESP unterwegs bist, dann regelt er auch hier wieder runter und du rutscht einfach nur, aber du kommst nicht in den Drift rein. Und das ist natürlich, dafür ist auch ESP da. Soll dich halt einfangen, wenn du auf der Straße in eine Situation kommst, die du als Mensch eigentlich nicht mehr unter Kontrolle haben kannst. Im Rahmen der Physik natürlich. Ja, aber man merkt einfach immer wieder, das ESP ist echt hartnäckig hier, weil die Schweden sind ja auch beim Thema Sicherheit ganz weit vorn. Das ist ein zentrales Thema für Volvo. Da ist es ja auch logisch, dass die ESP sehr, sehr stark hier in den Fokus rücken. Und dann machen wir jetzt noch mal als letztes das ESP aus und schauen mal, wie es dann funktioniert. So, Dynamic-Modus und ESP aus. Ja, schau mal einer her. Wenn der Fahrer was könnte, dann würde man hier auch vernünftig in den Drift kommen. Ja, man merkt einfach den Unterschied. ESP aus heißt immer, das Heck geht sofort flöten, wenn du hier zu viel Gas in der Kurve gibst. Da hinten ist jetzt eine Kurve, da kommt man eigentlich immer ganz gut in den Drift rein. Probieren wir es da nochmal. Ja, hier, so wird's gemacht. Großartig. Ja, und man kann sich auch mal ganz rumdrehen, wenn das ESP nicht da ist. Sehr gut. Also hier die Kurve ist schon ziemlich abgefahren, das merkst du einfach auch, da ist wirklich überhaupt kein Halt mehr drauf. Da gibst du nur ganz ab Gas und du gehst komplett hinten raus. Wichtig beim Driften ist halt nicht zu viel Gas zu geben, weil sonst macht der Motor sofort zu und du kommst nicht mehr voran. Also in die Kurve einlenken, bisschen Gas geben und dann geht's schön im Drift rum. Ach, herrlich. Und da sieht man wieder mal, wie viel das ESP ausmacht. Also wirklich auch auf Eis und Schnee. Im Rahmen der Physik ist ESP wirklich ein Lebensretter, der dich in der Kurve hält, wenn das Heck auszubrechen droht. Weil hier hast du jetzt ohne ESP nur wenig Chancen, den Wagen wieder einzufangen, wenn du es mit dem Gas übertreibst. Du musst gar nicht viel Gas geben, nur so ein bisschen. Und dann dreht man eine kleine Pirouette. Ja, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass man auch mit einem Auto wie dem Volvo XC40 richtig Spaß bei Eis und Schnee haben kann. Zumindest, wenn der ESP-Modus ausgeschaltet ist. Dann kann man richtig geil durch die Kurven driften. Im Alltag aber ist man froh, wenn man Fahrsicherheitssysteme wie das ESP hat, weil die sorgen einfach für extra Sicherheit auf der Straße. Okay, das war's von den Volvo Wintertestfahrten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Fahren. Also, macht's gut, bis dahin, euer Lothar Hausfeld und Kfz-Welt TV.